Hi ihr Lieben, grüßt euch. Herzlich willkommen zum neuen Video und es gibt wieder Technik diesmal. Ich habe hier in meinem Wohnmobil die AGM-Batterien für die Bordstromversorgung ausgetauscht gegen eine Lithium-Ionen-Batterie. Und das ist eine besondere Batterie, die direkt auch hier unter den Beifahrersitz eines Fiat Ducato passt. Und was das für Vorteile hat, wie ich das hier eingebaut habe, alle Details erzähle ich euch jetzt hier im Video. Bleibt dabei. Dieses Video habe ich wieder als Werbevideo gekennzeichnet. Das hat aber nur den Grund, dass ich die Batterie, die ihr hier gleich seht, günstiger bekommen habe. Sehr viel günstiger als der Originalpreis, und zwar von der Firma Green Akku. Ich habe auch hier unter dem Video, wie immer, einen Link zu dem Produkt. Einen Link direkt zu der Firma, wo ihr euch das im Detail anschauen könnt. Und da ich diese Batterie günstiger bekommen habe, habe ich es halt als Werbevideo gekennzeichnet. So sind die Vorgaben der Medienanstalten. Ich halte mich da lieber dran. Ich habe mir die auch selber ausgesucht. Und dieses Video spiegelt ansonsten auch nur meine ganz persönliche Meinung und Erfahrung wider. Ja, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, bin ich sehr viel hier mit meinem Wohnmobil unterwegs. Ich lebe ja hier die allermeiste Zeit auch in meinem Auto. Und da ist für mich natürlich super wichtig, dass ich eine gute Bordstromversorgung habe. Ich arbeite auch viel hier im Wohnmobil, schneide meine Videos oder mache irgendwie Arbeit mit dem Rechner. Und dafür brauche ich natürlich Strom. Da ich aber sehr gerne frei stehe, sehr gerne unterwegs bin irgendwo an schönen Plätzen, da auch länger dann mal stehen möchte, autark sein möchte, ist es für mich einfach wichtig, dass ich ausreichend Strom habe. Jetzt hatte ich vor allen Dingen im Winter da wirklich immer wieder Engpässe. Ich habe ja hier 160 Watt Solar auf dem Dach. Das ist soweit ja schon mal ganz gut, um einfach beim Stehen auch wieder nachzutanken. Aber das ist natürlich nicht wirklich viel, und wenn ich hier sehr viel arbeite, ist es auch nicht ausreichend. Und vor allen Dingen im Winter, wo wir jetzt in Spanien auch waren, habe ich immer wieder gemerkt, wie schnell ich eigentlich mit der Batterie am Ende bin. Ja? Weil im Winter läuft auch noch die Heizung. Ich habe hier eine Dieselheizung und die braucht auch ein bisschen mehr Strom als zum Beispiel eine Gasheizung, weil die noch eine Benzinpumpe hat und da einfach, um das Dieselfeuer anzuheizen, noch ein Ventilator und so weiter. Und die hat ja auch ein eigenes Gebläse sowieso. Das heißt, die braucht auch mal ein bisschen Strom. Dann, wie gesagt, arbeite ich immer mal wieder mit dem Rechner. Ich muss meine Akkus aufladen von meinen Kameras zum Beispiel. Wir haben irgendwie verschiedene Kleingeräte, die man ab und zu noch benutzt. Und da war es dann immer so, dass wir eigentlich nur irgendwo zwei Nächte irgendwo stehen konnten im Winter in Spanien, ohne dass die Batterie zu leer wurde. Ich hatte hier vorher zwei 95 Amperestunden Bleisäure-Gel-Batterien drin. Das war so der Standard, der von Westfalia mit verbaut wurde. Man muss allerdings immer beachten, bei Bleisäure-Batterien kann man nur maximal die Hälfte ungefähr der Kapazität nutzen. Und wenn man das auch wirklich macht, dann leiden die auch schon sehr stark. Ja, das heißt, sollte man die weiter nutzen, dann schadet das denen wirklich. Und was auch ein Riesenproblem ist, das habe ich bei mir nämlich auch gemerkt, je weiter man die entlädt, desto niedriger wird die Spannung. Ja? Gerade wenn man dann, wenn die jetzt schon relativ leeren Zustand haben, also sagen wir mal bei 70-60% oder so, und man nimmt dann noch viel Strom aus den Batterien, zum Beispiel indem man die Heizung anmacht. Gerade beim Zünden braucht meine Heizung auch ziemlich viel Strom, weil ja dieser Brennstab dann, der Glühstab dann erstmal aufgeheizt wird. Oder mit dem Wechselrichter, wenn man da irgendwie ein Gerät betreibt, was viel Strom braucht, dann bricht die Spannung da richtig zusammen. Und ich hatte bei mir jetzt so gegen Ende des Winters schon mal das Problem, dass ich bei 65% Ladung, die ich eigentlich noch hatte in den Batterien, schon so eine Unterspannungswarnung kam von meiner Heizung. Da kam dann eine Meldung, dass drohende Unterspannung vorliegt. Und bei 11,5 Volt ist es dann auch so, dass die Heizung nicht mehr zündet. Die schaltet dann ab, beziehungsweise geht in so einen Unterspannungsschutz. Ja, und so war es halt dann in der Praxis tatsächlich, dass wir eigentlich nur noch maximal ein oder zwei Nächte irgendwo stehen konnten. Und im Winter hat man natürlich auch viel weniger Sonne. Die Sonne ist viel tiefer. Das ist auch ein Riesenaspekt, den habe ich vorher gar nicht so sehr gedacht, dass das so viel ausmacht. Aber bei so fest montierten Solarzellen, wie es bei mir ja auch hier ist, auf dem Dach, die sind ja einfach waagrecht aufs Dach geklebt, da ist es im Winter so, dass der Ertrag wirklich maximal noch die Hälfte ist, wie im Sommer, weil einfach der Einfallswinkel der Sonne nicht mehr optimal ist. Ne? Das habe ich mir auch überlegt, wenn ich mir selber mal ein Wohnmobil bauen würde, wo ich sehr viel Wert darauf lege, über Solar maximale Energie irgendwie auftanken zu können. Da würde ich mir echt auch Solarpanels aufs Dach bauen mit irgendeinem Gestell, was ich aufstellen kann. Ne? Also wenn man zum Beispiel Solarpanels schräg stellt Richtung Sonne, hat man schon auch im Winter eine viel bessere Ausbeute. Ja, es musste also eine Verbesserung her. Und wir haben jetzt ja letztens beim Kai, da habe ich auch ein Video von gemacht, ja, wie wir seine ganze Elektrik in seinem Campingbus da geplant und gebaut haben. Da haben wir ja auch eine Lithium-Ionen-Batterie verwendet. Ne, ich habe mich damit natürlich schon ein bisschen beschäftigt jetzt, auch aufgrund meiner Erfahrungen, kam einfach schnell irgendwie für mich, wurde relativ schnell klar, das lohnt sich heutzutage tatsächlich schon, so eine Lithium-Ionen-Batterie zu verbauen. Ja, die Anschaffungskosten sind zwar noch sehr hoch, ne, aber wenn man das auf die gesamte Zeit sieht,
lohnt sich das, weil die Haltbarkeit ist viel, viel höher und die Vorteile, was die Kapazität angeht und die Spannungsstabilität, die sind einfach enorm. Da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Ja, wie ist die Geschichte weitergegangen? Wir haben beim Kai dann irgendwie diese Lithium-Ionen-Batterie verbaut. Die haben wir von der Firma Green Akku auch bezogen, ganz normal gekauft. Und dann habe ich mir überlegt, komm, ich schreibe die jetzt einfach mal an und check mal, ob ich mit denen irgendwie einen Deal machen kann. Die haben nämlich auch eine sehr geile Batterie im Angebot, die speziell für den Fiat Ducato gebaut ist. Also das heißt, die hat genau das passende Gehäuse. Das passt genau unter den Beifahrersitz hier beim Fiat Ducato, wo ja in allermeisten Fällen, wie bei mir auch, die Bordbatterien verbaut sind. Die gibt es in zwei Größen, 120 Amperestunden und 180 Amperestunden. Da war für mich natürlich schnell klar, 180 Amperestunden, das ist im Prinzip das, was ich vorher auch hatte. Aber es ist dann noch viel mehr Kapazität nutzbar. Also das wäre eine Riesenverbesserung für mich. Und die habe ich mir dann irgendwie echt ausgesucht und dachte, das muss einfach sein. Und dann habe ich hier den Lieferanten angeschrieben, Green Akku, und habe die einfach gefragt, ob sie mir die kostenlos zur Verfügung stellen und ich dann entsprechend auch ein Video dazu mache. Und da sind sie aber nicht drauf eingegangen. Wir haben uns aber dann geeinigt, dass ich sie deutlich günstiger bekomme und dafür auch natürlich hier in diesem Video darauf hinweise. Die Batterie habe ich dann vor ca. 2 Wochen eingebaut hier bei mir im Campingmobil. Und das habe ich zusammen mit dem Kai gemacht. Und dazu zeige ich euch jetzt erstmal eine kleine Doku. Jetzt werden wir die Batterie einbauen. Beim Fiat Ducato sind die Batterien ja hier unter dem Beifahrersitz. Und um da dran zu kommen und die alten auszutauschen, müssen wir jetzt erstmal den Sitz abschrauben. Legen wir los, ne? Auf geht's. So, Sitz haben wir rausgekriegt, der ist wirklich sau schwer, also alleine nicht machbar. Hier ist auch so eine Arretierungsschraube noch gewesen, die einen 21er Mausschlüssel erfordert. Den hatte ich jetzt gerade nicht, jetzt bin ich extra noch mal um die Ecke in eine Werkstatt gefahren, Kfz-Werkstatt, und habe mir kurz einen Schlüssel geliehen. Wir haben es aber jetzt geschafft. Jetzt schalte ich die Solaranlage mal ab, damit ich hier keine Spannung mehr drauf auf der Batterie habe. Den Kühlschrank ausmachen, möglichst alle Verbraucher abschalten und dann werden wir die Batterien ausbauen. Ich habe hier unterm Fahrersitz meinen Solarladeregler und da nehme ich einfach die Sicherung raus, dann ist der abgeschaltet. Hier ist wichtig, erst den Minuspol abzuklemmen, weil falls ich hier mit dem Plus jetzt irgendwie auf Masse komme, beim Abklemmen habe ich schon einen Kurzschluss. Wenn ich den Minuspol abgeklemmt habe, kann nichts mehr passieren. So, wir haben die Monsterbatterie hier reingekriegt. Irgendwie war es doch ein bisschen eng. Wir mussten noch ein bisschen den Rahmen darunter, die Kanten aufklopfen. Aber jetzt sitzt sie schön spack. Kabelschuhe muss ich noch neu drauf machen. Die sind jetzt hier 8 mm. Hier sind 6er drauf. Aber das kriegen wir ja hin. Ja, der Einbau hat soweit super geklappt. Das war für mich auf jeden Fall auch mit ein Entscheidungsgrund, warum ich genau diese Batterie gewählt habe. Weil man kann natürlich auch irgendwie andere Lithium-Batterien hier an der Stelle einbauen. Aber die passen oft nicht, weil die zu hoch sind. Und dieses Modell ist halt genau genial, weil es genau exakt diesen Raum ausfüllt oder genau da reinpasst in dieses Batteriefach unter dem Beifahrersitz. Und ich hatte irgendwie keinen Bock, da jetzt groß irgendwie zu basteln und mir da irgendwas zusammenzustricken. Und diese Lösung war deshalb für mich irgendwie einfach angenehm. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, denke ich, ist das wirklich okay. Also der Preis, den die Batterie kostet, bei 180 Amperestunden, ist echt angemessen, finde ich. Wenn man so auf den Markt guckt, glaube ich nicht, dass es da irgendwie eine sehr viel günstigere Lösung gibt, ohne dass man sich da selber noch sehr viel mehr dann zusammenbauen muss. Natürlich kann man auch sich selber irgendwie solche Batterien zusammenbauen aus den einzelnen Zellen oder sowas. Da habe ich auch schon Dokus gelesen im Internet. Wer dazu Bock hat oder so, klar, da spart man natürlich auch noch eine Menge Geld. Es gibt auch andere Anbieter, wo ich aber nicht sicher bin, wie gut sind die wirklich, die Batterien. Mir war es da auch sicher, dass ich irgendwie in Deutschland eine Firma habe, einen Ansprechpartner, falls irgendein Problem mit der Batterie mal ist, dass ich mich da auch wieder hinwenden kann. Und insofern war das für mich jetzt erstmal soweit okay. Ich zeige euch auch mal einfach hier die Webseite jetzt von Green Akku, wo ich die Batterie ja her bezogen habe. Und da ist eigentlich auch schon sehr gut beschrieben und benannt. Was sind die Vorteile? Ich habe natürlich ein viel geringeres Gewicht. Ja, die wiegt ungefähr nur die Hälfte
Vergleich zu herkömmlichen Bleisäurebatterien. Das ist auch echt schon mal gut. Man spart hier wirklich, bei mir jetzt habe ich mit Sicherheit 30 Kilo ungefähr gespart an Gewicht, die ich jetzt gar nicht mehr mit mir rumfahre. Ich habe eine viel höhere Lebensdauer, ja. Und in dem Zusammenhang ist auch nochmal gut zu erwähnen, das ist hier so eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Ja? Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie bedeutet, das ist eine neuere Bauart. Die ersten Lithium-Batterien, die so gebaut wurden oder auch so kleinere Akkus sind oft noch so, die haben irgendwie so eine Kobalt-Phosphat-Legierung und die neueren Batterien haben aber eine Eisen-Phosphat-Legierung und das macht einen Unterschied, weil in dieser alten Bauart, in dieser Kobalt-Phosphat-Legierung kann es in besonderen Fällen dazu kommen, dass die sich irgendwie selbst entzündet. Ne? Ich habe das mal irgendwie recherchiert. Wenn euch das interessiert, googelt das mal oder so. Auf jeden Fall sind die neuen Batterien mit Eisenphosphat sehr sicher. Das heißt, da gibt es keine Gefahr mehr, dass sie sich irgendwie selbst in Brand setzen. Ne? Weil das ist sehr wichtig, gerade bei so einer Batterie mit so hoher Kapazität. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, da ist richtig Power hinter. Und falls da irgendwie, falls die Batterie irgendwie in Brand gerät, ist es sehr, sehr schwer, die überhaupt wieder zu löschen. Und das ist natürlich nicht ungefährlich, aber diese neue Bauart hier, generell Eisenphosphatbatterien, sind sehr sicher und da ist also nichts zu befürchten. Was hat die Batterie ansonsten noch für Funktionen? Die hat ein eingebautes Batteriemanagementsystem. Das ist wichtig, weil es sind einzelne Zellen in der Batterie verbaut und da ist eine Elektronik drin, die einfach dafür sorgt, dass jede Zelle immer gleich geladen wird, dass die balanciert sind. Es gibt da sicherlich auch einen Tiefentladungsschutz und so weiter. Also hier ist auch noch eine Elektronik drin, die dafür sorgt einfach, dass die Batterie sicher arbeitet und man muss sich auch aus diesem Grunde überhaupt keine Gedanken machen, was die Einstellung betrifft für die Ladekurve. Ja? Das heißt, ihr könnt so eine Batterie einfach austauschen gegen die alte AGM-Batterie. Man muss theoretisch da nichts anpassen. Es macht allerdings Sinn, wenn es möglich ist, an den Ladereglern. Ich habe das bei mir ja auch gemacht, hier zum Beispiel an meinem Solar-Laderegler. Ja, da habe ich das umgestellt. Das macht natürlich Sinn, da entsprechend dann auf den Batterietyp umzustellen. In dem Fall hier 14,6 Volt Lithium-Ionen-Batterie. Die Batterie ist absolut wartungsfrei. Die entlädt sich auch nur sehr gering. Das heißt, auch wenn man den Wagen zum Beispiel im Winter irgendwo einlagert oder längere Zeit irgendwo steht, da muss man keine Sorgen haben, dass sich irgendwie die Batterie entlädt. Sicherlich auch noch ein Vorteil. Der größte Vorteil ist aber auf jeden Fall die nutzbare Kapazität. Das habe ich ja bereits schon erklärt. Hier sieht man das auch nochmal ganz gut dargestellt auf der Webseite. Und natürlich die Lebensdauer. Bei einer Bleisäurebatterie ist es so, dass die durch jeden Zyklus natürlich ein bisschen verschleißt und altert. Das ist bei der Lithiumbatterie auch so, aber sehr viel geringer. Und je nach Entladungstiefe gibt es ja auch Angaben. Wenn man hier zum Beispiel bei 50% Entladungstiefe schaut, das heißt, wenn man die Batterie komplett zu 50% entlädt und dann wieder auflädt, hat man einen Zyklus. Und das wäre in dem Fall hier ungefähr 4500 Ladezyklen, die man damit durchführen könnte im Vergleich zu einer Bleisäurebatterie, die nur 800 kann, ist das also ungefähr eine Steigerung von 5 bis 6 Mal. Ja? Und wenn man das dann mal ausrechnet vom Preis-Leistungs-Verhältnis, dann merkt man relativ schnell, dass sich so eine Investition tatsächlich lohnt, auf die Jahre gerechnet, weil die Lebensdauer viel höher ist. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit dann deutliche Vorteile habe, was die Kapazität anbetrifft und die Spannungsstabilität vor allen Dingen auch, ist es einfach für mich jetzt schon klar, dass es eine absolut richtige Entscheidung war. Soweit die Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus? Ich habe jetzt in den letzten Wochen die Batterie natürlich auch ausführlich getestet, habe alles Mögliche ausprobiert, habe die immer wieder beobachtet. Und ich stehe jetzt hier seit 3 Tagen an einem Ort, habe mich auch extra in den Schatten gestellt und es war jetzt auch bewölkt die letzten Tage, sodass ich kaum über Solar wieder nachladen konnte. Und ich habe sehr viel gearbeitet jetzt hier mit dem Rechner. Die Batterie ist jetzt aktuell hier bei 31%, also ca. nur noch ein Drittel habe ich Restkapazität. Und ich habe jetzt hier immer noch eine Spannung von 12,8 Volt. Aktuell fließen hier auch 3,6 Ampere raus. Das ist der Wechselrichter, wo mein Rechner dran hängt. Und das ist schon mal richtig gut. Also das muss ich auch direkt schon mal vorwegnehmen. Meine Erfahrung bisher richtig gut. Vor allen Dingen ist diese Spannungsstabilität ein Riesenvorteil. Auch obwohl ich jetzt irgendwie relativ weit runter bin, habe ich einfach noch eine sehr stabile Spannung, 12,8 Volt. Das ist echt richtig klasse. Ich habe gestern auch mal so ungefähr bei 50% einen Smoothie-Mixer benutzt und das auch hier dokumentiert. Zeige ich euch mal jetzt. Ja, da hatte ich, hier habe ich hier noch 13 Volt Spannung im Netz bei 17,5 Ampere Strom, der da gerade rausfließt aus der Batterie über meinen Wechselrichter. Und ich hatte hier, wie gesagt, ungefähr 55% Kapazität. Da wären meine alten Batterien schon längst komplett in die Knie gegangen. Da hätte ich irgendwie
totale Unterspannung gehabt und da wäre auf jeden Fall mein Wechselrichter auch ausgestiegen. Also das funktioniert auch echt hervorragend. Einen ganz großen Vorteil gibt es auch noch, den ich eigentlich überhaupt noch gar nicht erwähnt habe. Und zwar wird diese Batterie auch viel schneller wieder aufgeladen. Gerade wenn ich jetzt kurze Strecken fahre, zum Beispiel mit dem Wagen, über die Lichtmaschine wird ja meine Batterie hier auch wieder mit aufgeladen. Und gerade bei kurzen Strecken und wenn die Batterie noch gar nicht so weit entladen ist, also noch irgendwie 80% Kapazität zum Beispiel hat oder mehr, dann wird die viel, viel schneller geladen als meine alte Batterie. Weil bei Bleisäurebatterien ist es so, je voller die werden, desto langsamer können die nur noch Strom aufnehmen. Und das verschlechtert sich auch im Laufe der Lebenszeit. Also je älter die auch sind, desto langsamer wird das, dieses Verhältnis. Und hat auch noch was mit der Temperatur zu tun. Wenn die kalt sind, dann können die auch nur schlecht Strom aufnehmen. Und das ist hier auch absolut genial. Das habe ich direkt am Anfang natürlich schon beobachtet. Die Batterie hier nimmt fast bis sie ganz voll ist, also bis 95-96%, nehmt ihr die volle Leistung auf, die aus meiner Lichtmaschine kommt. Das sind hier 45 Ampere bis 50 Ampere maximal. Und dadurch ist die natürlich auch gerade bei kurzen Strecken einfach total schnell wieder vollgeladen. Und das ist einfach super praktisch, weil das ist so für mich im Alltag ja häufig einfach so, dass ich einfach mal eine kurze Strecke irgendwo hinfahre und dann da länger stehe, dann wieder eine kurze Strecke fahre. Und so kann ich einfach auch auf diesen kurzen Strecken jetzt schon wieder richtig gut Energie nachtanken, was vorher gar nicht möglich war. Da musste ich dann wirklich mehrere Stunden irgendwie fahren, damit so die letzten 10-15% wirklich wieder aufgefüllt waren. Ne? Ich zeige euch das nochmal kurz hier in der Praxis. Ich starte mal meinen Motor. So, und dann sehen wir hier, oh ja, jetzt geht die sogar mit 70 Ampere geht die jetzt hier sogar rein. Wow. Sehr geil. Ich glaube, so viel habe ich überhaupt noch nie in meine alte Batterie auf einmal reingekriegt. Ich hatte die bisher noch nicht so weit runter entladen. Und ich sehe jetzt nochmal, das ist jetzt hier auch gerade Praxiserfahrung live sozusagen, dass dadurch, dass die jetzt so leer ist schon, nimmt die richtig viel Strom auf. Klasse. Ja, das ist echt genial. Ja, bei meinen alten Batterien war es eigentlich so, die haben nie mehr als knapp 50 Ampere aufgenommen an Strom, wie ich das beobachtet hatte. Und hier bei den Batterien, wie ich eben schon erwähnt habe, ist es auch so, dass sie nachher, wenn die relativ voll werden, ein bisschen weniger Strom aufnehmen. Das liegt auch sicherlich an der Fahrzeugbatterie, weil je nachdem, wie leer die schon ist, liefert auch die Lichtmaschine nicht mehr so viel Strom, glaube ich, weil ich habe hier gar keinen Ladebooster drin oder sowas. Da bin ich nicht hundertprozentig sicher, weil ich nicht ganz genau die Verkettung, die Verschaltung und die Elektronik hier von dem Westfalia hier kenne. Das ist ja so Standardlösung. Aber geht jetzt auch wieder ein bisschen runter hier, 69. Ja, aber was ich auf jeden Fall schon beobachtet hatte, dass die meine Lithium-Batterie hier wirklich bis zum Ende, also knapp bis zum Ende, ungefähr 45 Ampere Strom immer aufnimmt während der Fahrt von der Lichtmaschine. Und das haben meine alten Bleisäure-Batterien, wie gesagt, schon gar nicht mehr gemacht. Da war ganz am Ende waren es nur noch ein paar Ampere, die da so ganz langsam reingequetscht wurden. Und das, wie gesagt, ein Riesenvorteil. Ja, nochmal zusammengefasst. Ich bin auf jeden Fall bisher mega damit zufrieden. Ich habe viel mehr Kapazität zur Verfügung. Ich habe eine viel höhere Spannungsstabilität. Und die Batterie kann viel schneller wieder aufgeladen werden. Das sind wirklich drei super wichtige Kriterien, die für mich einen mega Vorteil bringen. Die Batterie ist auch noch viel leichter. Das ist auch noch ein angenehmer Nebeneffekt. Und ja, gibt es irgendwie auch Nachteile eigentlich bei so vielen Vorteilen? Da gibt es natürlich auch welche. Klar, zum einen, wie gesagt, die Anschaffungskosten, die man auf einmal dann halt hier investieren muss, sind sicherlich erstmal ein Nachteil. Auch fehlt die Langzeiterfahrung, das muss ich natürlich auch klar sagen. Alles, was ich jetzt hier sage, beruht auf einer kurzzeitigen Erfahrung und auf recherchiertem Wissen und was der Hersteller halt so vorgibt. Ob das in der Praxis sich wirklich dann bewährt, dass die irgendwie so viel Ladezyklen hat und so weiter. Also da, das auf jeden Fall, sage ich mal, auch noch ein, ich nenne es einfach mal als Nachteil, da fehlt die Langzeiterfahrung und es ist insofern nicht total überprüfbar. Ein Nachteil ist auch noch, was ganz wichtig ist, die haben einen begrenzteren Arbeitsbereich. Also das betrifft vor allem die Temperatur, davon spreche ich. Das heißt, wenn ich unter 0 Grad, wenn die Batterie unter 0 Grad hat, Temperatur, dann kann man die nicht mehr aufladen. Ja? Das heißt, die nimmt dann keine Ladespannung mehr auf. Ich habe das auch so gelesen in den Herstellerangaben und da habe ich das so ein bisschen recherchiert, weil ich auch dachte, was passiert denn dann, wenn man trotzdem die auflädt? Weil wenn man jetzt den Motor startet zum Beispiel und es ist irgendwie der Wagen hat irgendwie 3 Tage bei minus 20 Grad irgendwo auf den Bergen gestanden, kann ja passieren. Was passiert denn dann? Geht die dann kaputt oder so? Ne? Und das ist aber nicht so, das habe ich jetzt durch Recherchen rausgefunden.
Es bedeutet einfach nur, dass die Batterie dann keine Ladespannung aufnehmen kann und quasi nicht geladen wird. Was sie allerdings noch kann bis minus 20 Grad, ist Ladung abgeben. Und insofern ist es, die Lösung insofern schon klar, wenn man jetzt sicher gehen will, dass die Batterie auch wieder geladen wird bei der Fahrt, dann macht es einfach Sinn, die zum Beispiel vorher zum Beispiel die Heizung anzumachen. Also es ist auch immer gut, so eine Batterie natürlich dann im Innenraum zu verbauen, so eine Lithium-Ionen-Batterie, damit man sie auch aufheizen kann und damit sie generell nicht immer so kalt wird. Und die, ja, dieses Problem könnte man dann zum Beispiel, wie gesagt, umgehen, indem man die Heizung einfach vorher anmacht, bevor man losfährt, eine halbe Stunde oder so. Allein durch die Stromentnahme aus der Batterie für das Gebläse der Heizung und so weiter, erwärmt die sich auch wieder, ne? Und ist dadurch dann auch schnell wieder über 0 Grad. Und zusätzlich durch die Raumheizung, da denke ich mal so, in der Praxis wird das nie ein Problem sein, ne? Ja, soweit meine Übersicht, meine Erfahrung. Ich werde natürlich auch mal Langzeiterfahrung sammeln jetzt, logischerweise, und sicherlich auch nochmal nach 2-3 Jahren oder so oder auch immer mal wieder ein Video machen. Ich habe auch immer noch vor, mal so ein generelles Video zu machen, wo ich so ausführlich berichte, wie ich überhaupt die gesamte Zeit, die ich jetzt schon hier im Wohnmobil lebe, wie ich so mit der Energie klargekommen bin, wie das in der Praxis sich so mit der Solaranlage, ob das ausreicht, wie sich das so gestaltet. Da habe ich auch immer schon mal zwischendurch so einzelne Dokumentationen gemacht. Ich denke mal, diesen Sommer werde ich dazu auch nochmal wirklich ein Video zusammenschneiden. Und dann werde ich immer mal wieder auch berichten mit meiner Erfahrung von der Lithium-Ionen-Batterie. Wenn ihr noch mehr Infos dazu haben möchtet und das Ganze nochmal viel ausführlicher sehen möchtet, schaut mal auf einem Video vorbei. Das verlinke ich euch jetzt mal hier in den Infokarten und auch unten, und zwar vom René Krea. Den kennen sicherlich die meisten von euch. Der macht ja auch sehr schöne Videos und wir haben da auch sehr viel Parallelen. Der lebt ja auch in seinem Dacia Docker und der hat sich auch von Green Akku so eine Batterie besorgt und dafür auch ein Video gemacht. Und genau das Video verlinke ich euch jetzt mal hier, weil der hat das super ausführlich erklärt, noch ausführlicher als ich jetzt hier. Und die Batterie ist ein ähnliches Modell, hat weniger Kapazität, aber das Grundprinzip ist auf jeden Fall das gleiche natürlich. Da sind sicherlich die gleichen Zellen drin. Schaut da mal rein. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr hier dabei bleibt auf meinem Videokanal. Wenn ihr den Daumen nach oben klickt für dieses Video, natürlich auch. Gerne auch noch eure Fragen in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas findet, was ich falsch gesagt habe, wo es noch Verbesserungen gibt, wo ihr noch Tipps habt oder so, auch immer super gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Und wir sehen uns wieder in zukünftigen Videos. Tschüss!